Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Poppyhausen zusammen mit der lieben Christina. Hallo. Ja. Ja. Die darfst du glücklich schätzen, weil die Anmod, die gibt es nur bei dir auf dem Kanal. Ja, ich habe doch eine vorgefertigte. Die nehme ich. Deswegen habe ich doch eigentlich so keine. Ja, ist so. Ist so. So, ich baue hier weiter so ein bisschen an meinem Kellerchen rum, weil ich habe so ein paar Steine gebrintet. Und werde dann nochmal zu Christina an die Möpse gehen und da ein paar Farmen bauen. Jeder Idiot versteht das jetzt falsch. Genau. Wenn ihr wollt, dass ich Christina an die Möpse gehe, dann drückt doch mal Daumen nach oben. Boah. Alter, Leute. Alter, ja. Das ist egal, ich gehe da jetzt hin. Ich gehe Christina an die Möpse, komm. Kommen wir jetzt. Hui. Oh mein Gott. Level Farm. Genau, ich gehe Christina an die Möpse Level Farm. Eine mopsige Folge. Und schon habe ich einen Folgentitel. So. Ich baue jetzt tatsächlich mal hier. Warst du eigentlich schon in meinem Resort? Nee. Das könnte ich dir mal zeigen. Oh, volle Kanne. Mach mal, wo bist du denn? Ich bin bei dir am Haus oben Ausgang. Ja, das Problem ist, du kommst hier noch nicht hin, ohne dich zu teleportieren. Weil ja, Jojo hat den Spawn noch nicht gesetzt. Den wollte er ja in der letzten Folge setzen. Er musste aber gerade weg. Macht nichts. Also ich schiete jetzt ein einziges Mal offiziell. Warte, dann gehe ich aber zum Empfang. Dann sieht das so aus, als hättest du den Knopf betätigt. Okay, dann mache ich das mal. In der Zeit trinke ich meinen Kaffee. Moment, Moment, Moment. Jetzt kannst du dich teleportieren. Nee, warte mal. Ich muss... Zu dem, wo ich mich hin teleportieren möchte, muss ich als Erste schreiben, ne? War das nicht so? Ja. Nicht, dass ich mich jetzt, nicht, dass du, ich dich jetzt zu mir portiere. Ja, doch, du Christina? Musst. Du nee, ich musst dich, mich zuerst, dich schreiben. Zuerst schreiben. Leute, das wäre es jetzt noch gewesen. Fail! So, da sind wir. Hallo, oh, ich bin jetzt zu Knien hier. Genau, das ist der Empfang. Also hier an dem Knopf kommst du dann später wieder zurück in die Stadt. Aber so, warte die mal, sind dann halt kann ich das aktiv. Hier gleich hier als Set, Warp. Wie nennst du das hier? Baumhaus. 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 Zack, Tomatensaft. Wurde erstellt. Tomatensaft. Und ein Jojo ist auch da. Hallo. Genau, hier ist Hallo. So halt der Empfang, ne? So, und Hallo, dann geht Tag, es hier über die Brücke. Wir müssen noch ein paar NPCs hinsetzen, die sich unterhalten. Das wäre cool. Zum Beispiel da hinten geht es zu meinem Domizil. Da wohne ich halt dann fest, ne? So... Weil ich muss ja hier die Leute verpflegen, die hier Urlaub machen. In the Dschungel. In the Dschungel. In the Jungle, the mighty Jungle. The Christina sleeps tonight. Alter, Stimme im Arsch, dankeschön. Genau, das ist das so meins. Oder was? Genau, und das hier sind so alles so Bungalows, wo man so hinkommt, ne? Hier zum Beispiel. Bungalows. Kann man sich da einkaufen? Ja, also die sind noch nicht von innen eingerichtet, aber ich zeig dir gleich ein paar eingerichtete. Oh, hier müssen wir auf dem Boden schlafen. Ja, hier okay. Kannst du dann Urlaub machen. Oh, wow. Aber dann geht das hier noch weiter. Die rennt und ich chille ganz gemütlich hinterher und bin fast genauso schnell. Wie geil ist das denn? Ja, wer kann, der kann es, ne? Ich bin der Gechillte hier. Warte, ich komm mit. Genau, die Brücke ist gesponsert von der Damina. Damina? Die hat einen Euro im Stream gespendet, dass Jojo die Brücke nach da hinten bauen muss. Okay. Da musste Jojo die halt bauen. So, hier ist zum Beispiel ein Bungalow mal eingerichtet. Nice. Ofen, eine Werkbank, eine Eulen Sitzbank, Tisch. Fernseher kein, ohne... Kein Fenster, okay. Mhm. Gut. Mhm. Läuft. Ja, okay. Genau, dann ginge das hier noch. Hier kommen später noch Bungalows drauf. Die sind aber jetzt noch nicht fertig gebaut, genauso wie hier unten. Aha, also ein Centerpark sozusagen. Genau, da kommen auch noch Bungalows hin. Wie heißen noch andere Parks? Nicht, dass wir selber mal ein Disneyland Resort, Funpark, Funpark und keine Ahnung was. Genau, hier kommen halt noch, fall nicht runter, hier ist noch Baustelle hier unten. Ach, so weit geht's nicht. Guck mal, ich bring mich jetzt um. Wo bist du denn? Wieder zurück. Guck mal, bring mich um. Jetzt. Oh mein Gott! Ein Block runtergerutscht. Hört er mich jetzt?
Kaching, würde ich sagen. Kaching. Genau, hier kommt halt noch ein Schwimmbad hin, eine Bar und alles Mögliche noch, ne? Also hier ist und ein Restaurant. Bars sind gut. Bar. Ah, very good. Oh, ein Rotzerang. Cool. Hallo, einmal Pommes mit Currywurst, bitte. Genau, ein Restaurant hier, ne? Kann man. Haben Sie denn eine Flasche mit? Ah, den kennt ihr gar nicht, ne? Edie Hallervorden und Eddie Ahrens. Das ist ein uraltes Ding, ist das Slapstick. Sind sie beide im Knast und spielen, damit die Knastzeit etwas besser wird, spielen sie dann Currywurstbudenbesitzer und Kunde. Okay. Geil. Dann kommt er mal rein. Palim, palim. Ich hätte gern eine Portion Pommes. Dann sagt... Ach, das mit dem Palim, palim, das sagt, hat er ja immer gesagt. Ja, genau. Palim, palim. Irgendwann am Ende der Pointe ist es halt letzten Endes, ich hätte gern, nee, warte mal, ich hab eine Flasche, hätte gern Pommes oder irgendwie sowas. Und am Ende der ganzen Session sagt dann Eddie Ahrens, pass auf, du bist ja zu Didi Hallervorden, wie die auch immer heißen da in diesem Sketch, sagt er dann, pass auf, dann bist du jetzt der Pommesverkäufer und ich bin jetzt der Kunde und dann geht er rein und sagt, palim, palim, guten Tag, ich hätte gern eine Portion Pommes. Und dann sagt Didi Hallervorden, haben Sie denn eine Flasche mit? Ist eigentlich ein ganz niedliches Ding. Müsst ihr mal nachgoogeln. Gibt es hier garantiert auch auf YouTube. Garantiert gibt es das. Ist ein uralt Ding und immer wieder ein gern genommener Sketch. Genau, hier sind auch noch Bungalows. Bungalows. Jetzt okay. Weißt du mal, was ich die ganze Zeit getan habe. Mal zu Hause? Hier sind die Türen zu. Ja, weil die schon eingerichtet sind. Da habe ich zugemacht. Da quietscht es. Ja. War das zum Beispiel ein bisschen größerer, ne? Oh, hier mit dem Schwarzseher. Alles klar, Schwarzfernsehen, Schwarz-TV. Hast du schon Gitz alt? Scheißgebühren, Alter. Gibt's hier nicht. Ja, hier geht's halt später weiter. Und hier sollen noch überall halt Bungalows abgehen und so möglich, ne? Zum Strand unten gibt's später auch einen Weg. Alter Verwalter, eine richtige Lagonne hier. Ein Urlaubsort halt. Nicer Dicer, würde ich sagen. Doch, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast du doch ein bisschen was gebastelt. Ja. Hier kommt dann der Jojo hin, der sagt dann, du, kriegst du Ausweis? Kriegst du Schlüssel. Kommst du hier sonst nicht rein? Du, warte. Lang. Ja. Kriegst du Schlüssel, dann kommst du rein, Land. Ja, genau so. Genau so. Sonst du nix, sonst gehst du raus. Ich esse mal Brot. Ich habe mir eine Stulle eingepackt hier. Ich habe auch Stulle mit. Noch deinen von der letzten Folge. Juti, dann kann ich ja wieder... Nee, sieht schön aus. Genau, dann kannst du dich wieder entfernen, wenn du magst. Hi. Guck mal hinter dir, Olli. Oh, okay. Nee, schade, jetzt bin ich schon aus dem Boden wieder raus. Okay, da ist er. Ich war auch drin, mittendrin im Boden. Mhm. Wo soll man denn spawnen? Hier? Ja. Dann kniet hier. Wo genau? Drin. Ja, hier irgendwie. Vor der Theke so. Am besten. Weil hier kommt man, mit dem Knopf kommt man später zurück. Wurde ja freundlich aufgefordert, mich zu entfernen. Das habe ich jetzt getan. Am besten so, dass man nicht im Boden spawnt, ne? Also hoch genug. Ja, sonst muss ich einen drüber oder so machen. 10 Blöcke über der Erde. Puff. Sie haben überlebt, dann können Sie jetzt hier Urlaub machen. Erholen Sie sich gut vom Sturz. Adventure-Urlaub, genau, ja. Adventure-Urlaub. So, ich muss aber trotzdem erstmal zu Christina und ihr an die Möpse gehen. Das habe ich ja noch versprochen, das mache ich jetzt auch. Da warten die Zuschauer jetzt schon 8 Minuten drauf. Das hört sich so böse an. Es ist einfach so. Möpse sind cool, ich finde, jeder sollte welche haben. Ja, ne? Da bist du für, ne? Ja, da bin ich voll Kanone für. Jetzt alle mal so Hashtag Möpse für alle unter die in die Kommentare. Genau. Liebe Grüße an Loriot, der hat das nämlich mal gesagt. Der meinte damit natürlich die Hunde. Nicht das, was ihr schon wieder im Kopf habt, ne? Ihr Ferkels. Ferkels. Echt, ey. Das sind doch voll die süßen Hunde. Ekelhaft. Ferkels. Ekelhaft. Immer diese Möpse, ey. Ja. Das hier. So, Walking Dead in Poppyhausen. Passt schon. Auch nicht schlecht. Ja, Leute, wie war es denn bei euch gestern gewesen? Bei uns war es jetzt spiegelglatt. Hier bei uns auch. Ich bin mit dem Roller hingeflogen. Oh. Ja, das ist so dumm. Hast du was gefunden? Ja, sehr viel sogar. Dreck und so. Oh, nice. Ja.
recht. Das Gold der Straße sozusagen. Ja, genau. Und ein Cent. Und ein fliegst Cent. Du so hin und landest so genau vor dem Cent. Ey, geil, was hab ich Glück. Oh, ja. Irgendwie leckt das hier gerade. Na, bei mir läuft. Luft die bei Zombies mir. Standen gerade an in der Luft. War voll gut. Ja, aber zum Beispiel, ich stand halt mitten auf der Straße, sag ich schon, wollte abbiegen und bei der Abbiegespur direkt über einen Zebrastreifen, als wenn jemand einen großen Wassereimer genommen hat und den einmal quer über die Straße geschmissen hat. Ja. War krass. War da einmal so eine Eis. Wirklich, die ganzen anderen Straßen waren alle super top. Ich konnte da im Kreis fahren, sonst was, konnte super bremsen. Nur ich fahre über dieses Eis rüber. Was mal passiert natürlich, ich rutsche aus. Ja. Das Geile war ja zum Beispiel, da kommen zwei Typen auf mich zu und die mir natürlich helfen wollten, war ja klar. Dann waren die zwei anderen Autos dahinter, standen da und haben den anderen Autofahrer, der extra ausgestiegen ist für mich und zu mir gerannt ist, noch angehupt, ne? Angehupt. Ja, so, Leute. Dabei habe ich mir gedacht, du behörnlosestes Kind, warum steigst du nicht aus und kommst zu mir und hilfst mir? Ich, das ist das Lustige. Ich würde es doch auch leiser machen hier. Das ist das Lustige. Das ist das Lustige. Und zwar ist es halt so, dass Leute, sobald die einen Unfall sehen, immer die schlauesten Sprüche am Lager haben. Sobald sie aber selber helfen sollen, sind sie zu feige auszusteigen, weil sie nämlich Schiss haben, was falsch zu machen. Die können es nicht. Deswegen finde ich, sollte jeder Führerscheininhaber oder Fahrerlaubnisinhaber jeglicher Art und Weise dazu gezwungen werden, so wie LKW-Fahrer, alle 5 Jahre den Erste-Hilfe-Schein zu erneuern. Bin ich total für. Ich finde sowieso, ganz ehrlich, dass ab einem gewissen Alter die Leute so oder so wie alle LKW-Fahrer, auch mein Papa ist LKW-Fahrer, und er muss alle 4 Jahre so einen kleinen Führerscheintest nochmal machen. Sehtest, Hörtest und alles Mögliche. Es gibt so viele, sorry, aber alte Menschen, die einfach nicht mehr Auto fahren sollten. Das geht auch schon los bei 18-Jährigen. Ne? Also, nee, aber ich finde es schade, dass das nicht endlich mal eingeführt wird, dass man da so ein paar aus dem Verkehr ziehen kann, die wirklich gefährlich für die Straßen sind. Richtig. Die Regierung denkt sich so viel Grütze aus, unterm Strich, für und gegen die Autofahrer. Und vor allen Dingen, so, es würde denen doch auch noch Geld einbringen. Ja, natürlich. Weil dieser Test, der kostet ja auch. Ne? Ja gut, also Gebühren ist halt die Frage, ob du auf Gebühren Steuern erheben darfst. Ja. Das ist halt der Knackpunkt, da darfst du eigentlich ja nicht. Es ist halt nur die Frage, wie viel die dann selber einsacken in Gebühren für die Institutionen, die das machen dürfen. Weil es darf ja dann auch nicht jeder durchführen. Es muss ja dann sowas machen wie der BRD zum Beispiel, ne? Bundesarbeitsmedizinischer Dienst zum Beispiel. Da darf ja dann nicht jeder Hausarzt machen oder so. Nee, mein Papa muss richtig zur Fahrschule. Zum Beispiel. Und da ist es dann halt der Knackpunkt. Ne? Die müssen ja auch einen gewissen Steuersatz abdrücken, klar. Dürfen ja auch nicht alles versteuern. Gewisse Sachen sind ja einfach nur Gebühren. Ja. Ja, so ist das. Aber du bist Deutschland, mehr sage ich dazu nicht. Irgendwie stirbt ja gerade gar kein Zombie. Ja, ist halt so. Ne? Langweilige Folge, ich weiß. Erste Teil war richtig gut. Was? Der Teil langweilig? Ist langweilig. So mein Resort ist langweilig. Ich habe ja gesagt, der erste Teil der Folge war gut und der zweite Teil ist eher langweilig. Habe ich doch gesagt. Hallo. Na gut. Aber irgendwie sterben die hier nicht, obwohl ich Schärfe auf dem Schwert habe. Ach so, nochmal zum Glatteis zurückzukommen. Heute Morgen bin ich ja von Kevin losgefahren. Sie hat Kevin gesagt. Mein Auto. Sie hat Kevin gesagt. mein Auto war einfach so zugefroren, das war eine komplette Eisschicht auf meiner Scheibe, ne? Ich habe angefangen zu kratzen, das ging gar nicht mit diesem Kratzer. Ich musste da so leicht draufhauen, damit das Eis so bricht, ne? Und dann konnte ich diese Eisplatten komplett von der Scheibe nehmen. Eisregen ist eine harte Nummer, ja. Ja. Und da habe ich sogar ein Video auf Instagram. Werbung. Das ist eine harte Nummer. Gestern Abend habe ich das auch gemerkt, wo wir eigentlich losfahren. Also der Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ist Sonntag. Ja. Und wir gehen ja normalerweise einmal im Monat samstags immer kegeln, meine Frau und ich. Ja. Und da wollten wir gestern zum Kegeln fahren und da haben wir gesagt, das können wir knicken. Bin von der Arbeit nach Hause gekommen, da war alles gut. Also wir haben 16 Uhr, haben wir samstags Feierabend. Ja. Da war noch alles gut und um 17 Uhr muss das so angefangen haben mit dem Eisregen bei uns hier. Es ging innerhalb von wenigen Sekunden gar nichts mehr. Nee. Das ist das ja. Saugefährlich.
Da habe ich nämlich so unter anderem auf Instagram auch ein Foto, wie ich so mit den Füßen so neben meinem Auto lang rutsche. Das war einfach wie so eine Eisfläche. Ich konnte einfach komplett Schlittschuh fahren mit meinen Turnschuhen. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch. Ich bin raus mit meinen Schuhen. Ich habe DC-Schuhe. Bin einfach raus mit den Schuhen und so instant Spagat. Ja, weggerutscht. Ja. Und bei meinem Freund ist es halt so, die haben im Garten so, ja, so Platten, die da streuen die nicht drauf, weil die Platten sonst mit dem Salz versaut, die Fugen und so, ne? Mhm. Und das ist so spiegelglatt gewesen da, ne? Wir sind auf den Rasen gegangen, weil wir nicht auf diesen Platten gehen konnten, ne? Das ist schon krass. Ich kann mich da noch an meine Kindheit erinnern. Das ist auch schon bestimmt 100 Jahre her. Ja, ihr konntet ja früher wirklich über die Straßen Schlittschuh fahren, ne? Genau, da haben wir einmal so einen Eisregen bei uns gehabt, da konnten wir wirklich Schlittschuh fahren. Da ist nicht ein Auto gefahren. Da haben wir 6 oder 7 Zentimeter Eis auf der Straße gehabt. Konnten da richtig ungehindert und geniert durch die komplette Stadt bei uns Schlittschuh fahren. Das war echt cool. Ja, mein Papa hat das auch erzählt, als er klein war. So, ihr Button ist fertig, Madame. Ich teste gerade. Push the button. Okay, bis auf das man im Boden. Aber alles gut, super. Naja, eigentlich sollte man nicht im Boden spawnen. Also vielen lieben Dank. Ich werde immer hochge... Ja, ja, man kommt dann wieder hoch. Kannst du hier noch ein Schild hinsetzen, dass man hier zurückkommt? Ja. Brechen Sie hier Ihren Urlaub ab. Tschö. Aber guckt mal auf die Uhr, Freunde. Denn es ist schon wieder soweit. Ja, es ist 18.30 Uhr. Die Sendung für das aufgeweckte Kind. Nee. Ja, soll ich jetzt abmodden, ja? Ja, würde ich sagen. Ich sterbe gleich, ich habe noch eine halbe Hungerkeule hier. Ich muss ganz kurz was essen und dann sage ich mal, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet den Part. Schaut auch natürlich bei Christina mit rein und bei Jojo. Und dann in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.